Hallo Freunde! Schaut mal, was ich in der Hand habe. Einmal eine Aufnahme für eine Federgabel, beziehungsweise ein Fahrrad. Und zur anderen ein Ski. Ja, mal gucken, was wir machen. Lasst euch überraschen. Als erstes Intro und dann geht's ab in den Baumarkt. Cheers, guys! Ja, in diesem Video werdet ihr sehen, wie die Efi und ich zusammen mehr oder weniger stark improvisiert ein Snowbike selber bauen. So, wir sind jetzt gerade im Baumarkt und wieso wir hier sind, wir brauchen quasi eine Verbindung zwischen dem Ski und der Aufnahme für die Federgabel, also dem eigentlichen Bikeständer. Wir können die Aufnahme vom Bikeständer nicht direkt auf den Ski draufschrauben, weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn wir das Vorderrad von dem Bike rausnehmen, dann wäre die Geometrie ja so ganz nach unten. Deshalb brauchen wir irgendein Zwischending zwischen Ski und Klotz, was das erhöht, dass wir die Geometrie vom Bike wieder hergestellt haben. Jetzt überlegen wir gerade, was wir machen können, ob aus Metall oder aus Holz, und da sind wir gerade ein bisschen am Strugglen und Überlegen. Wir hatten dann einen Pfosten gefunden, einen Pfostenschuh, und uns dafür entschieden, dass wir einen Holzklotz nehmen. Nur, woher nehmen wir den? Und dann kam uns die Idee, aha, wir können uns doch einen zuschneiden lassen. Hallo? Kommt jemand? Gesagt, getan. Wir haben uns einen Holzklotz mit den richtigen Maßen zuschneiden lassen und fertig war die Grundkonstruktion. So, zurück aus dem Baumarkt und hier an der Werkzeugbank. Ich habe heute, aufgrund dessen, dass ich ja zwei linke Hände habe, meine rechte Hand, die Efi am Start. Und genau, das ist unser Race-Ski. Den bauen wir um zum Race-Snowbike. Die Teile zeige ich euch gleich mal, was wir alles geholt haben. Ist ziemlich Improvisation, aber anders macht es ja auch keinen Spaß. Wir fangen einfach mal an. Zunächst einmal ein handelsüblicher alter Kinderski. Dann des Weiteren, wie gesagt, diesen Art Pfostenschuh oder wie auch immer, einen passenden Holzklotz, die spezielle Fahrradhalterung, ein Hugo Zollstock, eine Bohrmaschine und Schrauben, Scheiben und ein paar Muttern. Dann ging es auch los und wir haben erstmal den langen Ski gekürzt und abgesägt. Was war denn das jetzt? Nachdem wir den Ski dann endlich durch hatten, haben wir von dem Pfostenschuh quasi die Markierung gesetzt, wo wir den Ski durchschneiden, um dann den Pfostenschuh mit dem Ski zu verbinden. Volle Kanne voraus und ab geht die Bohrung. So, dann haben wir die Schrauben eingesetzt, die Muttern zugedreht und dann einfach mit einer passenden Nuss festgezogen. Dann ging es weiter und wir haben den Holzklotz mit den richtigen Maßen quasi markiert, ausgemittelt und geguckt, wo quasi die nächsten Schrauben reinkommen. Dementsprechend haben wir da dann den kleinen Holzklotz aufgebohrt, dass wir eine Vorbohrung haben, sodass die Schrauben besser reingehen und uns das Holz nicht aufsplittert.
broken. Oh no. Jetzt steckt der da drin. Gut, nachdem wir die Bohrung fertig hatten, ging es dann los, dass wir die Schrauben reingedreht haben. Wir hatten leider keinen Akkuschrauber da, deswegen hat es eine handelsübliche Ratsch bzw. So ein Aufsatzding, also wie ein Schraubenzieher, auch getan. Wie gesagt, wir sind halt Improvisateure, nennt man das so. Ja, schaut einfach selbst. So, fertig sind wir mit unserem improvisierten Fahrmobil. Ja. Schneefahrmobil. Also wie ihr gehört habt, ich habe ja ein bisschen was dazu im Hintergrund erzählt. Unser Ski auseinandergesägt, dann den Pfostenschuh oder so ist es, wie auch immer. Holzklotz eingespannt. Oben ist eigentlich eine Fahrradhalterung. Die hatte ich mir halt gekauft, also vom Wichtelkindchen bekommen. Link dazu in der Beschreibung, wie immer. Und ansonsten geht's jetzt zum ersten Test, oder? Jawohl. Schlusswort. Ab in den Schnee. Juhe. Das wird schön. Wir spannen die Apparatur jetzt mal ins Rad ein. Hier sind Adapter mitgeliefert worden. Also Steckachse raus. Rad hoch. Die Adapter schon reingesteckt. Ganz simpel. Steckachse wieder rein. Fertig ist das Gefährt. Jawohl, ab in den Schnee. Bram. Ja, wir sind jetzt schnell in den Schnee gefahren, weil der taut schon wieder. Und probieren gerade unser Schneemobil aus. Ich bin so hyped wie ein kleines Kind. Sau geil. Und wir machen jetzt die ersten Probefahrten. Ha. Und Evi? Geil. Geil, oder? Mach Bock. Also da der Schnee schon schmilzt, ist es gar nicht so einfach, weil es sehr bappig ist. Und mal gucken, wir bräuchten irgendwie mal einen steileren Hang. Bram! Ja, ja, ja. Das ist toll. Das macht so viel Spaß. Jawoll! So, Testfahrt auf unserem Skibike. Ab geht der Rede. Jawoll! Läuft, Moped. Ja, meine Lieben, das Schneemobil hat seinen ersten Test bestanden. Eva, was ist deine Meinung? Hat richtig Bock gemacht. Genau, heute war leider nur wenig Zeit, aber wir haben die Zeit genutzt, mal im Schnee zu ballern. Und jetzt können wir weiter grübeln, weiter tüfteln und das nächste Mal geht's richtig wild zur Sache, oder? Jawohl. Also dann, stramm voran. Ja, warte mal, ich muss jetzt da sein.